Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer 12. Sitzung unserer Ringverlesung Nachhaltige Ernährung. Wir sind jetzt also beinahe fertig, freuen uns, dass Sie immer noch bei uns sind. Und wenn ich sage, wir freuen uns, dann sind das die Autorinnen und Autoren des Gutachtens, die Sie jetzt gleich auf der kommenden Folie sehen. Heute sind wir also bei den Empfehlungen, der erste von zwei Terminen. Heute beschäftigen wir uns mit den Empfehlungen Nummer 1 bis 5 und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit den Empfehlungen 6 bis 9. Da haben wir jeweils verschiedene Autorinnen und Autoren, die vortragen, und Lieske Vogel-Kleschin führt jetzt ein in die heutigen Empfehlung und stellt dann auch die Struktur der heutigen Vorträge vor. Lieske Vogel-Kleschin ist Umweltethikerin an der Universität Kiel und ich freue mich, dass ich das heute Abend schon im ersten Anlauf richtig hinbekomme. Noch einige technische Hinweise. Dies ist ein Webinar. Wir nehmen die Veranstaltung auf und stellen sie hinterher im Netz ein. Dort können Sie auch alle vorangegangenen Veranstaltungen jetzt schon sehen. Ihre Fragen können Sie stellen in der Frage- und Antwortfunktion von Zoom. Und wenn Sie sehen, dass eine Frage schon beantwortet ist, dann heißt das nicht, dass es uninteressant geworden ist, weil das heißt einfach nur, jemand hat irgendetwas dazu gesagt und da kann sich dann ruhig ein weiterer Diskussionsverlauf entfalten. Und einige der Fragen rufen wir dann auf, zwischen den einzelnen Vorträgen und am Ende, wo wir wie immer eine kleine Abschlussdiskussion haben. So, ich übergebe an Lieske Vogel-Kleschin. Ja, vielen Dank und guten Abend auch von meiner Seite. Wie gesagt, geht es heute um unsere Empfehlungen. Wir haben uns gedacht, im Sinne einer Einleitung macht es Sinn, dass wir zunächst noch mal ganz, ganz kurz einige zentrale Aussagen des Gutachtens zusammenfassen. Wenn der Computer das möchte. So, genau. Erstens vertreten wir ein Verständnis nachhaltiger Ernährung, das vier Zieldimensionen umfasst. Wir nennen sie die Big Four einer nachhaltigeren Ernährung. Und zwar argumentieren wir, dass eine nachhaltigere Ernährung gesundheitsfördernd sein soll. Sie soll gewährleisten, dass soziale Mindeststandards innerhalb von Wertschöpfungsketten eingehalten werden. Sie soll umwelt- und klimaschützend sein und das Tierwohl unterstützen. Zweitens betonen wir die Bedeutung der Ernährungsumgebung, das heißt der Summe der Umweltfaktoren, die über den gesamten Verhaltensprozess unser Ernährungsverhalten beeinflussen. Das heißt, die beeinflussen, was wir sehen, was für uns zugänglich ist, was wir wählen und was wir dann tatsächlich essen. In der öffentlichen und auch politischen Diskussion wird die individuelle Handlungskontrolle wesentlich überschätzt und die Rolle der Ernährungsumgebung notorisch unterschätzt. Das heißt, es wird immer wieder und immer noch angenommen, dass sich nachhaltiger zu ernähren eine einfache individuelle Entscheidung sei. Wir zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Ernährungsumgebung sehr weitreichende Auswirkungen hat. Und das ist auch der Grund, warum wir die Gestaltung fairer Ernährungsumgebungen als ultimatives Ziel einer Politik für nachhaltigere Ernährung ansehen. Ein dritter wesentliches Ergebnis unseres Gutachtens ist, dass Politik für nachhaltige Ernährung legitim ist, dass Politik also stärker als bisher mit dem Ziel eingreifen darf und eingreifen soll, faire Ernährungsumgebungen zu gestalten. Was verstehen wir nun unter solchen fairen Ernährungsumgebungen? Wir sagen, Ernährungsumgebungen sind fair, wenn sie auf unsere menschlichen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verhaltensweisen abgestimmt sind, wenn sie gesundheitsfördernder, sozial-, umwelt- und tierwohlverträglicher sind und damit zur Erhaltung der Lebensgrundlagen heutiger und zukünftig lebender Menschen beitragen. Und um faire Ernährungsumgebungen zu gestalten, ist es erstens wichtig, solche Faktoren von Ernährungsumgebungen, die heute eine nachhaltige Ernährung erschweren, abzubauen. Dazu gehören beispielsweise große Portionsgrößen, hohe Werbeausgaben für wenig gesundheitsfördernde Lebensmittel und die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln mit ungünstigen Nährwertprofilen. Und zweitens gilt es, mehr gesundheitsfördernde, sozial-, umwelt- und tierwohlverträglichere Wahlmöglichkeiten zu bieten, ein Erkennen nachhaltigerer Varianten zu erleichtern,
einen einfacheren Zugang zu Informationen zu ermöglichen und Preisanreize zu setzen, die es naheliegender machen, eine gesundheitsfördernde, sozial-, umwelt- und tierwohlverträglichere Wahl zu treffen. In diesem Hintergrund haben wir 9 Empfehlungen oder Empfehlungscluster formuliert, nämlich die Einführung einer beitragsfreien Kita- und Schulverpflegung, Maßnahmen, die den Konsum tierischer Produkte global verträglich gestalten sollen, Preisanreize zu nutzen, Ernährungsarmut zu verringern, verlässlichere Informationen bereitzustellen, soziale Normen so zu kalibrieren, dass nachhaltigere Ernährung normal wird, öffentliche Einrichtungen zu verbessern, Landbausysteme weiterzuentwickeln und schließlich das Politikfeld Ernährung umfassend konzeptionell und institutionell neu auszurichten und dabei die Big Four integriert in den Blick zu nehmen. Wir werden heute die ersten 5 dieser Empfehlungen vorstellen. Sie sehen auf der rechten Seite der Folie, wer welche Teile vorstellen wird. Und damit würde ich jetzt gerne übergeben an Ulrike Ahrens-Azevedo, die unseren ersten Empfehlungsblock, den Systemwechsel in der Kita- und Schulverpflegung, detaillierter darstellen wird. Wir kommen tatsächlich jetzt zu einem Thema, was wir letztendlich schon sehr häufig diskutiert haben und wo es ja schon viele Beiträge zu gab. Und deswegen bin ich heute in der Situation, dass ich mich vergleichsweise kurz halten kann. Dennoch denke ich, dass einige neue Aspekte hier noch mit weitergeführt werden. Zunächst mal, was ist eigentlich die Bedeutung der Kita- und Schulverpflegung? Das haben wir hier auch nochmal entsprechend gefasst. Und zwar sind es natürlich zentrale Orte des Lernens, Kitas sowohl als Schulen und der sozialen Integration. Und damit ist Essen und Trinken letztendlich ein zentrales ernährungs- und gesundheitspolitisches Handlungsfeld. Und es ist ganz interessant, dass inzwischen weltweit dieses auch als Handlungsfeld gesehen wird. Wenn man eine hohe Qualität der Verpflegung gewährleisten will, und das ist natürlich eine Voraussetzung, um die man nicht drum herum kommt, dann bedarf es klarer Steuerungsimpulse. Und diese Steuerungsimpulse beziehen sich auf das Wie und auf das Was. Das Wie wäre die faire Ernährungsumgebung, das Was zum Beispiel die DGE-Qualitätsstandards. Beim Wie, wir haben diese Grafik ja schon sehr oft gesehen, die von der Kollegin Renner stammt, ist natürlich der Hintergrund der Verhaltensprozess. Und natürlich ist das auch im Bereich der Verpflegung in Schulen, in Kitas immer wieder der letztendlich auch derselbe Prozess, das von der Exposition über den Zugang, über die Auswahl und den Verzehr kurzfristige bzw. langfristige Effekte erzielt werden können. Ich habe hier mal so ein paar Bilder auch Ihnen gezeigt aus sehr schönen und vorbildlich gestalteten Schulen, wo man das sehr, sehr gut hinbekommen hat, eben die Auswahl und den Verzehr entsprechend zu gestalten und wo bereits vom Zugang tatsächlich sehr viel Hirnschmalz auch reingeflossen ist in die entsprechenden Planungen und wo man sagen kann, das sind Orte, wo eben Kinder und Jugendliche auch gerne hingehen wollen. So, wenn man sich das Was anschaut, die Steuerung des Was, dann fordern wir innerhalb des Gutachtens die verbindliche Einführung der DGE-Qualitätsstandards. Jetzt könnte man fragen, ja, warum? Wir wissen sehr wohl, dass das Ländersache ist, aber mit der Umsetzung der Qualitätsstandards wird für alle Beteiligten eine verlässliche Basis geschaffen, also Träger, Kita und Schulleitung, Eltern und Kinder, Essensanbieter wissen dann letztendlich, was sie erwarten können. Und für diejenigen, die aktiv gestalten müssen, die Träger zum Beispiel, die Kita und Schulleitungen, aber auch die Essensanbieter, wissen sie gleichzeitig, was sie leisten müssen und leisten sollten.
Die Standards sind geeignet, Transparenz zu schaffen. Und jede Form von Transparenz in den Anforderungen schafft natürlich Sicherheit und Vertrauen. Und schließlich, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sind die Standards geeignet, eine systematische interne und auch externe Qualitätskontrolle durchzuführen, weil man dort eine sehr klare Basis hat. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Standards eingeblendet, die es seit Dezember 2020 in der neuen Fassung gibt. Interessant in dem Kontext sind sicherlich die Kosten. Und wir haben sehr, sehr intensiv berechnet, wie sich das für die Bundesrepublik insgesamt darstellen würde. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Parameter aufgezeigt, die als Basis dienen könnten. Wir haben die Kosten für ein Mittagessen in der Kita bei 4,50 Euro angesetzt, bei 235 Betriebsjahre und bei einer durchschnittlichen Kita-Größe von 75 Kindern. Für die Schule, da haben wir unterschieden zwischen Grundschule und weiterführende Schule, haben wir die Kosten bei 6 Euro angesetzt, Betriebstage für die Schulen generell für 190 Tage pro Jahr. Und Sie sehen aber hier, dass wir Grundschulen und weiterführende Schulen in der Größenordnung unterschieden haben, weil in Grundschulen normalerweise nicht so viele Kinder anwesend sind wie in den weiterführenden Schulen. Deswegen also hier tatsächlich eine unterschiedliche Zahl. Das ist wichtig, weil sich das unmittelbar auswirkt auf die Größenordnung der entsprechenden Kosten. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass in allen Bundesländern bereits jetzt schon eine teilweise Finanzierung der Kosten stattfindet. Und zwar geschieht das natürlich durch die Träger im Wesentlichen. Also wenn Sie die Kitas anschauen, sind es die Kita-Träger. Wenn man die Schulen anschaut, sind es die Schulträger. In Bayern werden sie auch als Sachaufwandsträger bezeichnet. Und im Regelfall finanzieren die dort natürlich die Räume, aber auch das Equipment, also will heißen Ausgabe und so weiter, sind Mobiliar in den Mensen etc. und die Betriebskosten. Und in manchen Bereichen, je nachdem, welche Kommune es ist, werden auch teilweise die Personalkosten mit übernommen. Was man weiter feststellen kann, ist, dass an die Essensanbieter gezahlte Preise oder seitens der Eltern, die sind regional sehr, sehr unterschiedlich. Das ist auch sehr interessant, weil teilweise die Länder die entsprechenden Preise deckeln. Letztendlich decken diese Kosten, decken diese Preise aber die realen Kosten immer nur zum Teil. Und einen weiteren Punkt haben wir hier Ihnen nochmal mit aufgezeigt. Wir haben bei der Berechnung der Gesamtkosten, um dann auch wirklich ein Volumen abschätzen zu können für gesamte Bundesrepublik, gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, dass alle Kinder in der Kindertageseinrichtung essen. Der Kollege Achim Spiller hatte im letzten Mal schon gezeigt, dass das ja etwa 3,3 Millionen Kinder sind in den Kitas. Dann haben wir eine zweite Prämisse geschaffen, und zwar an der Ganztagsbetreuung in Schulen nehmen langfristig 80% der Kinder teil. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Größenordnung. Also wir haben im Moment in Deutschland 8,7 Millionen Kinder und Jugendliche in den allgemeinbildenden Schulen. Und davon haben wir dann die Berechnung gemacht, indem wir 80% zugrunde gelegt haben. Und schließlich und endlich, es gibt natürlich auch Ansprüche auf die Finanzierung von Mittagessen. Das kann man sehr schön nachlesen in dem Programm Bildung und Teilhabe. Und das haben wir entsprechend entgegengerechnet, wobei man dazu sagen muss, dass im Moment dieses Programm zwar vorhanden ist, die Kinder und Jugendlichen zahlen auch keinen Beitrag mehr, aber die Nutzung dieses Programms ist vergleichsweise gering. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, die im Moment geführt werden, dann kann man feststellen, dass nur etwa 22% der Anspruchsberechtigten tatsächlich dieses Programm auch für Mittagessen in Anspruch nehmen. Für den Schulbedarf sind es etwas mehr.
Und dann kommt man summa summarum auf eine Summe von 5,5 Milliarden jährlich. Das ist in Anbetracht der Diskussion, die wir im Moment natürlich führen, anlässlich der Corona-Pandemie, eine beträchtliche Summe. Dazu kommt noch ein Investitionsbedarf. Sie sehen, der ist hier in einer relativ großen Spanne, je nachdem, ob es eine Abschreibung von 5 oder 10 Jahren ist. Was man dazu sagen muss, dieser Posten ist vielleicht der wackeligste, weil bei den anderen haben wir sehr gute, sehr valide Zahlen dahinter gelegt. Hier mussten wir aber ungefähr abschätzen, in wie vielen Bereichen zum Beispiel schon Schulen und Mensen sind, die also einem entsprechend guten Standard zeigen, bei welchen ein Update vielleicht ausreicht und wo wir in Zukunft, wenn dann zunehmend mehr Kinder auch in der Ganztagsbetreuung sind, noch neue Räume fertigstellen müssen, neue Ausgaben, neue Küchen. Ja, die Forderung, eine beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung, warum? Das ist immer wieder sehr stark diskutiert worden, auch in der Vergangenheit schon. Deswegen versuchen wir nochmal die wichtigsten Sachen zusammenzutragen. Also alle Kinder profitieren, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit werden dauerhaft gestärkt, Ernährungsverhalten entsprechend geprägt. Der beitragsfreie Zugang für alle gewährleistet die Chancengleichheit, und zwar gesundheitlich und sozial. Ernährungsarmut kann abgefedert werden. Das ist gerade im Moment nochmal ganz, ganz deutlich, wo wir sehen, dass eben Schulverpflegung oftmals nicht sichergestellt ist, weil die Schulen eben auch entsprechend geschlossen werden. Und man kann sehr, sehr deutlich erkennen, dass dies Auswirkungen hat, gerade auf Kinder, die in sogenannten armutsgefährdeten Haushalten leben. Bei einer Beitragsfreiheit entfallen Diskriminierung und Stigmatisierung und das fördert natürlich den sozialen Zusammenhalt. Und darüber hinaus ist es auch für alle diejenigen, die das wirtschaftlich betreiben müssen, ein interessanter Aspekt, weil die Nutzung, es bringt einen Anstieg in der Nutzung, die Kosten je Mahlzeit würden fallen. Das hatte Herr Spiller beim letzten Mal auch nochmal in einer entsprechenden Grafik dargestellt. Und die Skaleneffekte zum Beispiel bei der Beschaffung könnten genutzt werden. Also eine Fülle von Vorteilen, die davon fürsprechen. Wir haben uns sehr wohl darüber Gedanken gemacht, wenn man einen solchen Batzen Geld in die Hand nimmt, ob es dann Möglichkeiten gibt, die Einführung der beitragsfreien Kita- und Schulverpflegung auch zu begleiten. Und deswegen finden Sie im Gutachten zum Beispiel den Hinweis, dass wir empfehlen, eine schrittweise Einführung auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Implementierungs- und Evaluierungsprogramms, das einerseits die Umsetzung erfasst, andererseits aber auch die Wirkung. Und da muss man dazu sagen, dass gerade was Wirkungsanalysen angeht, in der Bundesrepublik noch sehr wenig vorhanden ist. Ich habe Ihnen unten auf dem Chart nochmal etliche Angaben gemacht zu Metastudien und auch systematischen Reviews. Und da kann man sehr gut dran erkennen, dass in anderen Ländern das sehr viel häufiger passiert, als es bei uns der Fall ist. Die Indikatoren haben wir auch aufgeführt. Das wären zum Beispiel eben Teilnahmeraten, aber eben auch kognitive, soziale, psychische und physische Kriterien, also wie zum Beispiel Aufmerksamkeit sich verändert und die körperliche und geistige Fitness. Es gibt sicherlich hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, tatsächlich auch mal ins Ausland zu gucken und zu sehen, wie das dort passiert. Was die Studien sehr intensiv untersucht haben, im großen Umfang sind zum Beispiel die Veränderungen im Ernährungsverhalten, wo sehr deutlich geworden ist, dass zum Beispiel die Präferenz für Gemüse und auch Obst deutlich angestiegen ist durch die Schulverpflegung und auch die Präferenz für Wasser. Es kommt also sehr klar bei den Studien heraus. Wichtig ist, und auch das ist im Gutachten nochmal aufgegriffen, dass der ganze Prozess natürlich durch eine qualitative Stärkung einer Ernährungsbildung unterstützt wird. Die Ernährungsbildung sollte handlungsorientiert sein und je besser dann die unterschiedlichen Konzepte ineinander greifen, umso sicherer wird dann auch der Erfolg sein. Ja, um die
Kommunen, die Kreise gerade bei der Investition zu unterstützen, haben wir empfohlen, ein Bundesinvestitionsprogramm aufzulegen. Das hätte den ganz großen Vorteil, dass hier dann auch sichergestellt ist, dass eine Ernährungsumgebung geschaffen wird, in der sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in keiner Weise zu vernachlässigen ist. Es nutzt das beste Angebot nicht, selbst wenn die Qualität hoch ist, wenn dann die Ernährungsumgebung nicht stimmt. Insofern bietet sich hier ein entsprechendes Investitionsprogramm an. Und wir kommen dann schon zum Fazit. Kinder- und Schulverpflegung haben eine große Reichweite. Viele Kinder könnten davon profitieren. Mit der Kita- und Schulverpflegung besteht die einmalige Chance, das Ernährungsverhalten von Kindern zu prägen, sicherlich auch bis in die späteren Jahre hinein und die Chancengleichheit in der Gesundheitsförderung für alle zu erhöhen. Und schließlich und endlich ist der Beitrag gerade zu den sozialen Aspekten und auch der sozialen Chancengleichheit unschätzbar hoch. Und insgesamt kann man sagen, das ist letztendlich dann auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Ernährungssituation. So, soweit hierzu. Vielen Dank, Ulrike Arendt-Azevedo. Ich schaue jetzt in den Frage- und Antwort-Chat und da habe ich noch keine Fragen. Das kann heißen, dass alle gebannt dagesessen haben und zugehört und noch gar nicht so weit waren, ihre Frage reingetippt zu haben. Wir gucken dann noch einen kleinen Moment dahin. Wenn es jetzt keine, doch, da geht's los, wurden bei den Berechnungen berücksichtigt, bei den Kostenberechnungen, ein Anteil von Bioprodukten zu verwenden? Ja, das wurde berücksichtigt. Das hatte ich nicht erwähnt. Also es wurde sowohl ein Anteil von Bioprodukten berücksichtigt, als eben auch die Umsetzung der DGE-Qualitätsstandards, also das zum Thema Qualität. Und bei den Bioprodukten haben wir einen Anteil von 20% berücksichtigt. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. Und dann würde ich vorschlagen, wir haben ja noch eine Abschlussdiskussion. Wenn sich jetzt noch Fragen bei Ihnen entwickeln, dann tippen Sie die trotzdem einfach rein in den Chat. Da ist noch eine zweite. Oh ja, das ist eine schöne. Die ist auch nicht schnell beantwortet, Ulrike. Wie schätzen Sie die kostenlose Schulverpflegung politisch umsetzbar? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Frage. Also ich kann sagen, wir sind es schon eine ganze Weile dabei, uns für die beitragsfreie Kita und Schulverpflegung einzusetzen. Und es gibt ja, das muss man auch sehr deutlich sagen, positive Beispiele. Es gibt das große Beispiel Berlin. Da könnte man ja sagen, das ist ja fast ein Open Lab, wenn man so will. Dort ist von der 1. bis 6. Klasse tatsächlich dieses beitragsfreie Schulessen eingeführt worden. Und es gibt im Bereich der Kita in Hamburg ebenfalls eine kostenfreie Verpflegung für die Kita-Kinder. Also es ist sehr wohl so, dass sich einzelne Länder auf dem Weg gemacht haben. Es kommt aber immer wieder ganz große Vorbehalte, die man auch sehr ernst nehmen muss, weshalb wir ja dann auch gesagt haben, es wäre sicherlich sinnvoll, vielleicht eine schrittweise Einführung auch in Anbetracht der großen Kosten. Es kommt immer wieder der Vorbehalt, was nichts kostet, das ist auch nichts. Und da schaut man dann aber in keiner Weise darauf, was eben gerade im sozialen Umfeld für tolle Effekte entstehen, die wesentlich sind dafür, dass tatsächlich dann Kita- und Schulverpflegung auch gelingt. Und man muss einfach sagen, das ist so ein bisschen die Denke, sage ich mal, der Erwachsenen, weil Kinder und Jugendliche, die denken so nicht, sondern für die ist Wertschätzung viel wichtiger, wenn sie dann gestalten dürfen, einbezogen werden in die Gestaltung zum Beispiel der Ernährungsumgebung, in die Evaluierung des Speisenangebotes beispielsweise und eben auch sagen können, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Das ist Wertschätzung in der Schule und das ist dann ein ganz anderer Aspekt. Danke. Wir haben auch sehr
ermutigende Kommentare hier, zum Beispiel von einer Person, die sich IP abkürzt und den schönen Namen iPad hat. Die sagt, viel Erfolg bei der Umsetzung. Und dann in einer weiteren Frage fragt, inwieweit sind bei der Ernährungsbildung die pädagogischen Hochschulen eingebunden? Ja, also der Bereich, muss ich sagen, macht mir fast am meisten Sorge, weil ich selbst weiß, also ich habe auch selbst immer wieder und habe gerade unlängst noch Lehrer im Lehramt. Wir sind hier noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, das ist selbstverständlich, weil es nach wie vor immer noch so ist, dass Schule eines ist, Verpflegung etwas anderes. Und man tut fast immer so, als hätte das Setting Schule nichts mit der Verpflegung an sich zu tun. Und deswegen ist auch in der Ausbildung der Lehrer noch längst nicht das Standard zu sagen, bitte, das ist ein wesentlicher Punkt, mit dem könntet ihr gestalten. Und wenn ihr die Ernährungsbildung zusammenbringt mit der Schulverpflegung beispielsweise, mit dem Angebot, dann wäre ganz, ganz viel gewonnen und dann könnte man auch tatsächlich auch ganz viele Aspekte, alles, was wir auch im Gutachten gebracht haben zum Thema Lebensmittel, Wertschätzung, zum Thema Lebensmittelverluste zu vermeiden etc. viel besser einbeziehen. Aber der Bereich ist in der Tat, auch da haben wir wieder Ländersache und das ist unterschiedlich ausgeprägt und die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer werden halt sehr unterschiedlich darauf vorbereitet. Also ich habe da schon vieles kennengelernt und bin natürlich auch an vorderster Front, um zu erreichen, dass das ein wichtiger Punkt ist, der unbedingt, unbedingt in den Bereich auch gesetzt werden müsste. Danke. Dann habe ich hier noch eine Frage von Ute Alexi. Wie hoch ist der Anteil der Lebensmittelkosten? Wir haben das in der Tat so zusammengerechnet aus den einzelnen Komponenten. Das sind sozusagen die wahren Einstandskosten. Und das ist so etwa 1,50 Euro pro Mahlzeit, also der deutlich kleinere Anteil zwischen einem Viertel und einem Drittel ungefähr der Gesamtkosten für so eine Mahlzeit. Und dann gibt es noch eine Frage hier, gibt es empirische Studien zu langfristigen Effekten einer beitragsfreien Schulverpflegung, insbesondere auf das Ernährungsverhalten nach Ende der Schulzeit oder das Ernährungsverhalten im Elternhaus, das kann ich jetzt schwierig interpretieren, aber das andere, wie wirkt sich das langfristig aus auf Ernährungsverhalten? Können wir dazu irgendwas sagen, vielleicht aus Ländern, wo es das schon länger gibt? Also man muss da in die skandinavischen Länder hineinschauen und sowohl die Schweden als auch die Norweger als auch die Finnländer haben entsprechende Studien durchgeführt mit sehr positiven Ergebnissen, was man allerdings sagen muss, ganz klar, ist, dass man die Kinder nur über einen bestimmten Zeitraum verfolgt. Also das längste, was ich gelesen habe, sind tatsächlich 5 Jahre. Wenn man das weiterverfolgen würde, ich denke, das ist auch sehr, sehr schwierig durchzuführen letztendlich. Und dann muss man natürlich auch ganz klar und deutlich sehen, dass bei diesen Studien man dann auch nicht sicher ist, welche Effekte da greifen. Also man kann ja auch sein Ernährungsverhalten im Laufe des Lebens verändern und man weiß nicht, welcher Effekt das letztendlich ist. Also da entsprechende, ich sag mal, Begründungen zurückzuführen, das ist sehr, sehr schwierig. Also die letzte Studie, die in Deutschland gemacht worden ist, das ist ja die Eskimo-2-Studie, die Schulverpflegung sich nochmal angeschaut hat auch. Und das ist nur eine Querschnittsstudie und da haben die Autoren sehr, sehr vorsichtig gesagt, also es könnte sein, dass diejenigen, die in der Schule essen, auch eine bessere Lebensmittelaufnahme haben, also gesündere Lebensmittel verzehren und auch vor allen Dingen mehr Obst und Gemüse essen. Aber wie gesagt, die Zusammenhänge sind auch da sehr, sehr schwierig. Also Langzeitstudien, glaube ich, sind wirklich schwierig auch in der Durchführung. Okay, es haben sich jetzt noch weitere Beiratsmitglieder zugeschaltet. Noch direkt dazu ein Kommentar, Britta Renner?
Also ich will es nur anschließen, Ulrike Arendt-Azevedo hat alles schon gesagt, mehr oder weniger in Schweden, es gibt mit den schwedischen Daten tatsächlich, die dann über einen deutlichen, längeren Zeitraum einfach mal geguckt haben, wie die sich entwickelt haben. Das ging hin bis dahin, dass es sogar Einkommensvorteile für diejenigen gab, die an einer kostenfreien Schulverpflegung teilgenommen haben, was ich jetzt persönlich erstmal ermutigend finde. Aber generell sind die Studien natürlich relativ dünn gesät. Ich will vielleicht noch eine erwähnen. In New York haben sie es auch durchgeführt. Allerdings, da ging es ums Frühstück. Frühstück. Und da, genau, und da hat man eben auch positive Effekte tatsächlich gefunden. Und ganz zentral wirklich, dass es beitragsfrei war. Also Qualität ist ganz wichtig, Zugang aber auch. Ja. Danke. Es gibt jetzt viele weitere interessante Fragen, die wir jetzt sozusagen in den Chat vertagen oder auf die Abschlussdiskussion, damit wir mit den weiteren Empfehlungen durchkommen. Vielleicht ganz wichtig für den Beirat. Wir plädieren weder für Zwangsimpfungen noch für Zwangsessen. Ist es ethisch korrekt, dass der Staat entscheidet, was Kinder essen, ist eine Frage. Nein, wir plädieren natürlich dafür, dass das ein Angebot sein soll, aber nicht für die Esspflicht. Und zweitens natürlich auch dafür, dass es Auswahloptionen geben muss, die an den jeweiligen Standorten auch den verschiedenen kulturellen oder religiösen Hintergründen gerecht werden. Wir führen das im Chat weiter und in der Abschlussdiskussion und würden dann jetzt einmal springen in das nächste Thema. Und das ist zum einen die Empfehlung, Konsum tierischer Produkte global verträglich gestalten und direkt daran anschließend die Empfehlung, Preisanreize nutzen. Die Preise sollen die Wahrheit sagen. Das sind jeweils Achim Spiller und ich, die dazu jetzt erst etwas sagen, bevor wir dann zu den Fragen kommen. Und ich mache den ersten Teil und dann macht Achim Spiller weiter mit dem Thema Preisanreize nutzen. Also der erste Punkt, Konsum tierischer Produkte global verträglich gestalten. Die Problemstellung, die wir haben, ist, dass der Pro-Kopf-Konsum an tierischen Produkten in Deutschland, und das gilt auch für andere Industrieländer, im Durchschnitt, nicht bei jedem oder jeder, aber im Durchschnitt viel zu hoch ist. Und wenn wir schauen, welche Gründe haben wir eigentlich dafür, dass wir dann sagen, der ist viel zu hoch im Durchschnitt, dann ist das zum einen der Klimaschutz. Wenn wir uns die Zahlen für Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass etwa 20% der gesamten Treibhausgasemissionen aus dem Ernährungssystem kommen. Und davon etwa 2/3 aus tierischen Produkten, obwohl aus diesen tierischen Produkten deutlich weniger als 2/3 der Nährstoffe kommt, sowohl bei den Kalorien wie auch beim Eiweiß. Das liegt einfach daran, dass es nicht sehr effizient ist, sozusagen die pflanzlichen Produkte erst durch den Tiermagen hindurch zu transportieren, dass wir da sozusagen erhebliche Verluste haben. Wenn wir uns die Zahlen global anschauen, dann ist das noch ausgeprägter. Etwa 26% der gesamten Treibhausgasemissionen aus dem Ernährungssystem, davon etwa 50% aus tierischen Produkten. Ein weiteres Argument, was über den Klimaschutz hinausgeht, wäre das Argument, dass wir im Sinne der globalen Gerechtigkeit darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Ressourcenansprüche organisieren. Und wenn wir unseren heutigen Flächenanspruch anschauen, der aus der Menge der tierischen Produkte resultiert, die wir konsumieren, dann ist er so hoch, dass das global nicht kopierbar ist. Nun kann man sagen, naja, zurzeit ist es ja auch noch so, dass in großen Teilen der Welt die Einkommen so niedrig sind, dass eben nicht so viel tierische Produkte konsumiert werden. Aber das ist langfristig kein gutes Argument, weil man sich natürlich wünschen würde, dass auch global die Einkommen deutlich steigen. Und insofern müssen wir einfach auch Konsumstile entwickeln, die dann auch in Zukunft global kopierbar sein werden. Es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren Umweltwirkungen der Nutztierhaltung, Nährstoffausträge, insbesondere ins Trinkwasser, ins Grundwasser und in die Oberflächengewässer, Nitratproblematik, aber auch in die Luft, Ammoniak. Das haben wir ausführlich behandelt in dem Vortrag zu den Umweltwirkungen des Ernährungssystems. Gesundheit haben wir hier in Klammern gesetzt, weil die Gründe, die gesundheitlichen Gründe, die gegen einen hohen Konsum an tierischen Produkten sprechen, nicht besonders ausgeprägt sind. Das gilt vor allen Dingen für die Verarbeitungsware, wo eben viel Fett und Salz
drin ist. Aber ganz stark also globale Ressourcengerechtigkeit und das Argument Klimaschutz. Und jetzt kommt das andererseits. Also einerseits wissen wir, wir sollten massiv reduzieren. Andererseits sind tierische Produkte ernährungsphysiologisch wertvoll und sie beinhalten einen Großteil der Wertschöpfung der deutschen Landwirtschaft. Das ist also eine riesen Herausforderung, vor der wir da stehen. Und was da anders ist als zum Beispiel beim Tabakkonsum, beim Rauchen, ist, dass man auch nicht grundsätzlich behaupten würde, dass tierische Produkte schlecht sind, wie man das beim Rauchen gut machen kann mit entsprechenden Kampagnen, sondern es geht darum zu sagen, nein, das sind gute Produkte, aber wir sollten eben weniger konsumieren. Und das ist eine komplexe Botschaft. Ein Bestandteil der Problemlage ist, so meinen wir auch, dass das Problem politisch weitgehend tabuisiert wird. Hier ein Beispiel. Das ist die deutsche Nutztierstrategie des BMEL aus dem Jahre 2019. Da steht zum Konsum tierischer Produkte, ich zitiere, tierische Erzeugnisse sollen bei gesundheitsbewusster Ernährungsweise selbstverständlicher Teil des Speiseplans sein. Soweit, so gut. Die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher über gesundheitsfördernde Ernährung schließt tierische Erzeugnisse ein und soll so einem gesundheitsgefährdenden, übermäßigen Konsum entgegenwirken. Da ist also, wenn man den Satz zweimal liest, ganz vorsichtig angedeutet, dass es gesundheitliche Gründe geben kann, die gegen einen besonders hohen Konsum tierischer Produkte sprechen. Aber was die Nachhaltigkeitswirkung angeht, wird das so gut wie nicht konsumiert in einer Nutztierstrategie für die Zukunft. Also eine weitgehende Tabuisierung dieses wichtigen Handlungsbereichs im Themenfeld Klimaschutz. So, wie sehen jetzt unsere Empfehlungen aus? Es geht um einen breiten Instrumentenmix. Wir schlagen vor, ein Bundesprogramm aufzusetzen, zum Beispiel unter dem Titel Weniger und Besser als Credo, als Leitmotiv für die Ausgestaltung der Nutztierhaltung in Deutschland. Mit Besser ist gemeint umweltfreundlicher und tierfreundlicher. Wir hatten schon beim Thema Tierwohl gesprochen über die sogenannten Borchert-Empfehlungen oder die Empfehlung der Borchert-Kommission, wo es darum geht, ein deutlich höheres Tierschutzniveau umzusetzen, auch unter Einsatz staatlicher Zahlung. Das wäre sozusagen das Besser oder ein wesentlicher Teil des Besser. Und dann ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt, um das weniger zu erreichen? Da schlagen wir zum einen vor, eine Informationskampagne, wo Klimarelevanz und ökologischer Fußabdruck der Nutztierhaltung thematisiert werden. Und das soll eben auch sichtbar geschehen und auch sagen, an der Spitze der Institution von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Dann würde Bestandteil einer Nutztierstrategie eben auch sein, zu sagen, wir müssen von diesen Mengen runter im Laufe der kommenden Jahre. Das einfach offensiv zu thematisieren, Zielwerte zu setzen und dann Maßnahmen daran auszurichten. Also Information. Auch ganz wichtig, Hebel Gemeinschaftsverpflegung nutzen. Frau Ahrens-Azevedo hat da angesprochen, die Umsetzung der DGE-Empfehlung. Verpflichtend können wir sie umsetzen in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung, deswegen hier in Klammern, nicht in jeglicher, aber in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung. Und wenn man sie dann umsetzen würde, dann würden wir in etwa nur noch die Hälfte von Fleischprodukten essen, als das heute im Durchschnitt der Fall ist. Zumindest in der Gemeinschaftsverpflegung. Das würde also ein wesentlicher Hebel sein. Weitere Empfehlung, die Einführung eines Klimalabels für alle Lebensmittel. Das ist auch an anderer Stelle der Empfehlung noch Thema, deswegen hier nur ganz kurz. Wir stellen uns dort ein Label vor, etwa wie es hier gezeigt ist, also so, wie Sie es auch vom Nutri-Score vielleicht inzwischen kennen oder von der Haltungsform-Kennzeichnung. Es soll zugänglich sein, transparent mit einer Farbstruktur, schnell erkennbar sein, wo man sich da bewegt. Hier ist eine Quelle, ein Agrarblog, wo Sie zu diesem Vorschlag auch noch etwas nachlesen können. Und dann ein weiterer Bestandteil, eine Lenkungssteuer auf den Konsum tierischer Produkte. Das schließt also schon an die nächste Empfehlung, Preisanreize stärker nutzen. Spezifisch für die tierischen Produkte schlagen wir vor, als ersten Schritt eine Abschaffung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf tierische Produkte. Also statt des reduzierten Steuersatzes von 7% sollten auch
sollten für die tierischen Produkte die vollen 19% erhoben werden. Das wären also 12 Prozentpunkte mehr Umsatzsteuer auf tierische Produkte. Und perspektivisch sagen wir dann, das soll münden in eine Verbrauchsteuer, die nicht mehr am Wert festgemacht wird, sondern an den Produktmengen und außerdem an zentralen Nachhaltigkeitskriterien für die jeweiligen Produkte. Lassen Sie uns da noch etwas weiter drüber reden, über diese Möglichkeiten der Besteuerung. Warum schlagen wir jetzt vor, dass wir erstmal anfangen mit einer Abschaffung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf tierische Produkte? Na, das kann man sofort machen. Das ist ein Instrument, das ist schon da. Das ist insofern administrativ einfach. Man braucht nichts Neues kreieren, außer statt 7, 19% erheben. Das ist also schnell gemacht. Es gibt aber auch Nachteile bei der Umsatzsteuer. Weil es eben eine Wertsteuer ist, werden hochwertige Produkte besonders stark belastet. Hier ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Rinderfilet in einem Hofladen eines Biolandbetriebes zum Beispiel. Vielleicht ist das auch noch eine ganz besonders tolle Nutztierhaltung mit Schlachtung auf dem Betrieb und Tötung der Tiere, keine Tiertransporte und so weiter. Und Sie zahlen dort 50 Euro für ein Kilogramm Rinderfilet. Dann sind diese 12 Prozentpunkte Mehrpreis eine Belastung von 6 Euro pro Kilo. Und am nächsten Tag, weil Sie das eben nicht jeden Tag machen mit dem Rinderfilet vom Hofladen, stehen Sie an der Tiefkühltheke im SB-Bereich und kaufen dort Hackfleisch, was gerade eben so am gesetzlichen Mindeststandard produziert ist und insofern dort die Haltungsformkennzeichnung rot hat. Und dieses Hackfleisch kostet pro Kilo nur 4 Euro. Und wenn Sie da 12% drauflegen, dann sind das nur 48 Cent Belastung gegenüber 6 Euro bei dem Filet im Biohofladen. Relativ ändert sich also nichts an den Preisrelationen, aber absolut gesehen zahlen die Produkte mehr, die hochwertiger sind. Und das ist natürlich eine Lenkungswirkung. Da gibt es gar keinen Grund für, das so haben zu wollen. Es gibt noch ein weiteres Problem. Das ist aber ein grundsätzliches Problem bei jeder Form von Verbrauchsteuer auf Lebensmittel. Das ist regressiv. Einkommensschwache Haushalte werden überproportional zu ihrem Einkommen belastet. Und das ist etwas, was man natürlich gar nicht will von der Steuerungswirkung, wir vor allen Dingen von den Verteilungswirkungen her auch nicht will. Das liegt einfach daran, dass einkommensschwache Haushalte proportional einen höheren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, als einkommensstarke Haushalte das tun. Das liegt sozusagen daran, dass wenn man immer reicher wird, man nicht immer mehr essen kann. Und wenn man, das wird ja häufig in der öffentlichen Diskussion gegeneinander ausgespielt, das dürfe man nicht tun, dort zu lenken, genau wie bei der CO2-Steuer, weil man würde ja gerade die Armen damit belasten. Und wir wollen doch nicht, dass die Armen den Reichen ihren Tierschutz und ihren Umweltschutz finanzieren. Nein, natürlich wollen wir das nicht und empfehlen wir das auch nicht als Beirat. Man muss so etwas sozial abfedern und kann das auch sehr gut sozial abfedern, zum Beispiel mit einer Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen, mit Anpassung von Steuersätzen in niedrigen Einkommensgruppen oder mit pauschalen Nachhaltigkeitstransfers, wo man ausgewählte Haushaltsgruppen für solche Nachhaltigkeitssteuern, mit denen man lenken will, kompensieren würde. So, wir stehen also, und das ist das Fazit, vor einer erheblichen Sektortransformation, die man gestalten muss. Ja, das ist nicht überall auf der Welt schon jetzt so. In vielen Ländern steigt der Konsum tierischer Produkte noch, aber in den Industrieländern muss er eben runter. Und das ist eine komplexe Aufgabe. Es geht also einmal darum, die Mengen runterzukriegen, ohne die Produkte grundsätzlich zu diskreditieren. Es geht darum, um alternative Eiweißquellen zu entwickeln und die Substitution tierischen Eiweißes mit diesen alternativen Quellen zu erleichtern. Da kann es um pflanzliche Quellen gehen, da kann es aber auch um heute eher wenig verbreitete Quellen gehen, wie Algen, Insekten oder etwa Laborfleisch. Und man muss auch diskutieren, die Substitution innerhalb von etablierten tierischen Produkten. Denn wenn wir schon zum Beispiel schauen auf die Treibhausgasemission einer nachhaltigen Aquakultur, dann ist die deutlich geringer als die aus der Haltung von Säugetieren dann pro Nahrungsmitteleinheit. Also sollte man eine nachhaltige Aquakultur ausbauen,
oder etwa den Fleischkonsum von Wiederkäuern besonders stark verringern, weil Wiederkäuer besonders viel Methan emittieren und besonders starke Treibhausgaswirkung haben. Das sind alles große Herausforderungen. Und es stellt sich die Frage, wie nimmt man den Sektor dabei mit? Denn ohne den Sektor wird das nicht gelingen, so eine Transformation. Und wir sind der Auffassung, dass ein ganz zentraler Bestandteil dabei ist, auch neue Wertschöpfungsquellen für diejenigen zu erschließen, die jetzt ihr Geld in der klassischen Produktion von tierischen Produkten verdienen. Teilweise geht das durch das Besser, durch die Erhöhung der Qualität, die dann auch honoriert werden muss. Teilweise wird es auch um neue und andere Produkte gehen. Ja, vielen Dank soweit. Und wir haben gesagt, wir machen mal gleich weiter. Achim Spiller, mit dem Preisanreize nutzen, weil das so eng miteinander verbunden ist, oder? Ja, dann führe ich unsere Debatte fort. Wir hatten jetzt gerade beim Thema Konsum tierischer Produkte schon gesehen, dass finanzielle Instrumente eine ganz besondere Rolle einnehmen in der Förderung eines nachhaltigen Konsums. Die Preise sollen die Wahrheit sagen, ist ja auch so ein umgangssprachlicher Begriff inzwischen dafür geworden, dass wir im Konsumverhalten nicht nur, aber sicherlich auch über die Preisrelationen der verschiedenen Produkte reden müssen. Und deshalb haben wir uns im Gutachten auch mit Lenkungssteuern beschäftigt. Das ist ein heißes Thema, auch politisch heißes Thema. Und ich möchte gerne erstmal damit anfangen, der Frage, wirkt das denn überhaupt? Also nützt es überhaupt etwas, Preise zu erhöhen oder zu senken, also subventionieren? Reagieren Verbraucherinnen und Verbraucher da eigentlich drauf? Das wird zum Teil doch in Frage gezogen, ob das überhaupt Lenkungseffekte hätte, ob in einer reichen Gesellschaft da überhaupt Konsumänderungen mit angestoßen werden könnten. Ökonomen würden sagen, na klar wirkt das. Das haben wir doch schon über Jahrzehnte untersucht und das nennen wir Preiselastizität der Nachfrage. Also wir ermitteln typischerweise, und gerade die Agrarökonomie hat eine lange Tradition, unter dem Begriff Preiselastizität, um wie viel Prozent verändert sich die Nachfrage, wenn sich der Preis um eine Einheit, zum Beispiel durch eine Steuer um 1% erhöht. Und das machen wir typischerweise auf Basis historischer Daten. Also wir gucken uns an, wenn der Preis zum Beispiel, wenn die Schweinepreise gerade mal hochgehen, dann steigt, wie verändert sich dann der Konsum? Und aus diesen Daten der Vergangenheit versucht man dann Preiselastizitäten zu ermitteln. Das ist natürlich nicht hundertprozentig vergleichbar mit einer Lenkungssteuer, weil bei einer Lenkungssteuer könnte noch hinzukommen, dass da ganz lebhaft öffentlich darüber diskutiert wird. Also wir sogenannte Ankündigungseffekte haben. Und die können in unterschiedlicher Richtung wirken. Sie können das verstärken, wenn das den Menschen einleuchtet, eine solche Steuer. Es könnte aber auch zu Reaktanzeffekten führen. Das ist schwieriger, muss man sagen, zu kalkulieren. Ich habe Ihnen jetzt hier unten nochmal auf Basis einer Meta-Analyse für europäische Konsumenten diese Preiselastizitäten aufgetragen. Und Sie sehen, die haben ein negatives Vorzeichen, also eine Steuererhöhung oder Preiserhöhung führt zu einem sinkenden Konsum. Und zwar typischerweise so bei tierischen Produkten um ungefähr 0,5. Das heißt, wenn Sie so wollen, 1 Euro, 1% den Preisanstieg, dann 0,5% geht die Menge runter. Und sehen, da stecken eine ganze Menge Studien dahinter. Bei Obst und Gemüse ist es auch nicht ganz anders. Da würden wir ja eine Subventionierung vorschlagen. Das würde natürlich dann zu einer entsprechenden Absatzsteigerung führen. Wenn man in die Literatur guckt zu Lenkungssteuern, dann sieht man noch ein paar Empfehlungen, die wir im Gutachten auch ausgearbeitet haben. Zum Beispiel, dass man das Reduktionsziel zielgerichtet besteuern sollte. Also ich komme gleich nochmal auf eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Dann den Zuckergehalt, den Gehalt an sogenannten freien Zucker zu besteuern und nicht zum Beispiel eine preisbezogene Steuer. Das Problem hat der Harald Grete gerade schon erläutert, wenn man eine Steuer auf den Preis prozentual aufschlägt. Jüngere Zielgruppen haben meistens weniger Geld, entsprechend reagieren sie stärker. Teure Produkte haben wir häufig, also bei Rindfleisch zum Beispiel hätten wir wahrscheinlich größere Effekte als bei Geflügel. Ein deutlicher Preissprung, also eine starke Steuererhöhung,
wirkt mehr als eine in ganz kleinen Schritten, die die Leute nicht so stark wahrnehmen. Allerdings sinkt dann auch die Steuerakzeptanz tendenziell. Die Bezeichnung der Steuer ist wichtig, wenn wir sie jetzt als Klima- oder Tierschutzabgabe bezeichnen, wird sie eher akzeptiert, als wenn wir sie als Fleischsteuer bezeichnen würden. Wenn man sie dann für, und das hatte Harald Grete auch gerade schon angesprochen, das schlägt nämlich die Borchert-Kommission vor, dann zum Beispiel für den Tierschutz verwendet oder eben für sozialpolitische Zwecke zum anderen Teil, dann erhöht das die Akzeptanz und die soziale Ausgewogenheit, solche Kompensationen wegen der regressiven Wirkung. Und gerade auch schon angesprochen, geht Frau Foget-Kleschin gleich auch nochmal drauf ein. Und schließlich müssen wir Substitutionseffekte im Auge behalten. Das ist nicht trivial. Nun, wenn wir zum Beispiel eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke setzen unter Lenkungsgründen, werden natürlich wenig gewonnen, wenn dann die Gesellschaft hinterher insgesamt mehr Alkohol trinken würde. Wir haben uns dann für verschiedene steuerpolitische Vorschläge, die wir gemacht haben, auch die staatlichen Mehr- und Mindereinnahmen angeschaut. Die sehen Sie hier kurz zusammengefasst. Das ist erstmal nur eine grobe Berechnung, weil die hängt auch davon ab, wie die Lenkungseffekte sind. Also verändert sich der Konsum, dann sinken natürlich die Steuermehreinnahmen bei einer Steuererhöhung. Und wie die Überwälzung ist, also gibt der Handel, gibt die Industrie an solche Steuer dann weiter. Wir plädieren im Gutachten zum Beispiel neben der der Mehrwertsteueranhebung oder einer spezifischen Verbrauchsteuer auf tierische Produkte auch auf eine Verbrauchsteuer für zuckerhaltige Getränke. Wegen des schon hier in der Ringvorlesung angesprochenen Problems, dass wir als Menschen ein schlechtes Sättigungsgefühl für Getränkekalorien haben, dass das bei Haushalten aus einkommensschwachen Haushalten, armutsgefährdete Haushalte, dass das ein Problem darstellen, ein besonderes Problem darstellt. Da wird häufig viel von diesen Softdrinks konsumiert. Ja, und mit dem Vorschlag, das dann entsprechend auch sozial zu kompensieren. Ganz zum Schluss vielleicht noch eine Idee, die wir nur mal so in die Diskussion geworfen haben, im Gutachten, ohne die auszuformulieren, nämlich brauchen wir nicht perspektivisch eine Nachhaltigkeitssteuer? Und als Idee hier mal formuliert, haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt irgendwann verpflichtende Label auf allen Produkten hätten, und zwar für Nährwerte, für Klima und für den Tierschutz, dann könnte man doch die Einstufung dieser Produkte danach nehmen und könnte daraus sozusagen einen neuen Score berechnen, anhand dessen man dann eine Nachhaltigkeitssteuer definiert. Nun, wenn man das also schon alles misst fürs Labeling, dann könnte man doch genauso darauf eine Steuer fundieren, die dann insgesamt die Nachhaltigkeit etwas breiter erfassen würde. Und das ist hier nun mal so ganz beispielhaft trivial angedeutet. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann haben wir jetzt wieder die Möglichkeit für Zwischenfragen. Und Helia Sepawand fragt, kann man nicht ab einer Labelstufe grün die Umsatzsteuer auf tierische Produkte wegfallen lassen oder dort den niedrigeren Satz sozusagen lassen? Man würde sagen, man müsste gucken, ja, welches Grün denn? Geht es um das Klimagrün oder geht es um das Tierwohlgrün? Aber das könnte man klären. Es verliert etwas an Charme, weil dieses Steuersystem sozusagen an der Stelle administrativ dann etwas weniger leicht. Wir müssen dann sozusagen die ganze Zeit rückverfolgen, welche Stufe das ist. Aber prinzipiell wäre das möglich. Oder Achim, und irgendwann stößt man dann an Grenzen der Feinsteuerung mit Umsatzsteuer, weil, glaube ich, auch Höchstmengen für potenzielle Steuersätze vorgesehen sind, oder? Ja, also wir dürfen auch nur zwei Umsatzsteuer-Level im Prinzip nehmen. Also wir dürfen nicht beliebig feinsteuern, was die Umsatzsteuer angeht. Aber wenn wir jetzt auf der letzten Folie in Richtung einer Nachhaltigkeitssteuer denken, dann geht das ja durchaus in genau eine solche Richtung. Also grundsätzlich würden wir auch schon in solche Richtungen denken. Jetzt fragt Friedrich Karl Lücke, die Borchert-Kommission favorisierte doch eher eine Abgabe pro Kilogramm Fleisch statt eine Steuer.
könnte man auf diese Weise nicht einige Nachteile einer Mehrwertsteuererhöhung für Fleisch vermeiden, die wir da genannt hatten. Ja, nun ist das mit dem Wort Abgabe immer so ein bisschen kritisch. Da kann man nämlich ganz unterschiedliche Sachen mit meinen. Da gibt es Sonderabgaben, die sozusagen auch der Gruppe zugutekommen müssen, wo sie erhoben wird. Das ist nicht gemeint bei der Borchardt-Kommission, sondern bei der Borchardt-Kommission ist eine Verbrauchssteuer gemeint. Und das ist eine Unterform des Sammelbegriffs Abgaben. Und die ist in der Tat so gedacht, dass sie pro Kilo von verschiedenen Produkten erhoben werden soll. Und die würde in der Tat die Umsatzsteuernachteile des Ansetzens am Wert vermeiden, wenn sie denn zur Umsetzung käme. Ja, vielleicht dann eine andere Frage, die Herr Beil stellt, ist, hat der Beirat noch andere Instrumente untersucht, um externe Kosten in Produktpreise zu internalisieren? Wir haben jetzt in dem Gutachten diese Internalisierungsdiskussion nicht breit geführt. Wir haben uns tatsächlich hier auf Steuerlösungen zunächst mal konzentriert, weil wir wirklich auch auf der Konsumseite ansetzen wollen. Das ist ein Gutachten, was insgesamt die Konsumseite betrifft. Natürlich gibt es, gerade im Bereich Klimaschutz wird ja sehr viel auch über handelbare Zertifikate gearbeitet, die dann aber typischerweise auf der Produktionsseite ansetzen. Es gibt auch in der Wissenschaft so ein paar Überlegungen, müsste man nicht auch solche Zertifikatslösungen auf der Konsumseite, also hätten wir irgendwann alle so ein CO2-Budget, was von unserer Kreditkarte sozusagen abgebucht würde, wenn wir wieder ein Kilogramm Fleisch gekauft hätten. Ich karikiere das ein bisschen, weil wir da sicherlich noch ein ganz schönes Stückchen von entfernt sind von solchen Überlegungen, ob das sinnvoll ist. Was es vielleicht ein Stückchen zeigt, ist die Frage, eine wichtige Gerechtigkeitsfrage, nämlich auch im Hinblick auf die globale Gerechtigkeit, die Harald Grete ja vorhin angesprochen hat. Na, wir haben extreme Unterschiede im CO2-Verbrauch auf der Konsumseite. Selbst im Lebensmittelkonsum sehen wir, dass die Belastung zwischen einer Tonne CO2-Äquivalente im Jahr und durchaus 3-4 Tonnen schwanken kann. Also das würde man vielleicht gar nicht denken, dass man fast viermal so viel allein im Lebensmittelbereich, denn mengenmäßig essen wir ja doch relativ ähnlich. In anderen Konsumbereichen, nehmen Sie Verkehr etwa, Wohnen und so, da wissen wir ja, dass die Schwankungsbreiten zwischen insbesondere reichen Haushalten, ärmeren Haushalten, was die Klimabelastung angeht, nämlich dass die Reichen ungleich höhere CO2-Belastung verursachen, noch viel größer sind. Insofern ist das vielleicht auch eine interessante Frage, aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist das auch noch eine wichtige Einschränkung unseres schönen Credos, die Preise sollen die Wahrheit sagen. In diesem Fall wollen wir ja über die Besteuerung im Konsum, dass die Preise etwas stärker die Wahrheit sagen. Aber das ist ja auch häufig so thematisiert worden, dass man ja einfach die Gesetze so anziehen muss, dass eben über gesetzliche Regelungen internalisiert wird. Und dann werden die ganzen Produkte eben teurer in der Erzeugung. Und dann sagen die Preise ja auch die Wahrheit. Und da haben wir eben die wichtige Einschränkung, sagen zu müssen, aber in offenen Märkten funktioniert das nur sehr eingeschränkt. Wenn wir die tierische Produktion mit CO2-Steuern belasten, dann werden die inländischen tierischen Produkte teurer und dann konsumieren wir die aus dem Ausland kommen. Also deswegen ist das immer tricky mit den Preisen, die Wahrheit sagen müssen, funktioniert nur manchmal. Aber Marisa Lud. Weitergeben. Ich glaube, wir müssen weitergeben, wenn ich auf die Zeit so gucke. Dann machen wir das und schauen auf die anderen Fragen noch für die Abschlussdiskussion und im Chat. Marisa Ludwig, danke. Gut, dann schalte ich mich schon mal dazu. Ich werde was zur Verringerung von Ernährungsarmut sagen, aber bevor ich das tue, wollte ich Sarah bitten, eine Frage einzublenden, beziehungsweise zwei Fragen. Genau. Und zwar einerseits die Frage, wie viel, denken Sie, geben Sie im Schnitt am Tag für Ernährung aus, und zwar inklusive nicht-alkoholischer Getränke? Und dabei beziehen Sie bitte auch mit ein, wenn Sie einen Kaffee trinken gehen oder in einer Bäckerei ein Teilchen essen und so weiter.
So, ich glaube, so langsam bewegt es sich nicht mehr so sehr. Wir sehen jeweils so, 23% 5 bis 6 Euro, 22% 7 bis 8 Euro. Die meisten von Ihnen, ungefähr ein Drittel, sagen 9 bis 10 Euro am Tag. Und dann gibt es noch einige, die drüber liegen, 17% mit 11 bis 12 Euro und 3% mit 13 bis 14 Euro. Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Und zwar, wie viel Geld braucht Ihrer Meinung nach eine einzelne Person mindestens, um sich inklusive nicht alkoholischer Getränke gut ernähren zu können? Das finde ich ganz interessant. Das ist weniger, also Sie haben hier geringere Summen angegeben als das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie selber ausgeben. Das hätte ich bei Studierenden, und ich nehme an, dass ein Großteil der Zuhörer Studierende sind, nicht unbedingt erwartet. Aber hier sagt ein Großteil von Ihnen 5 bis 6 Euro, 36%, und 7 bis 8 Euro sind auch nochmal ungefähr ein Drittel. Es gibt aber auch einige von Ihnen, die tatsächlich sagen 11 bis 12 oder 13 bis 14 Euro. Vielen Dank erstmal. Ich werde gleich darauf zurückkommen im Kontext von Ernährungsarmut, wie denn die Sätze für die Grundsicherung sind, was da sozusagen der Gesetzgeber sagt, was man ausgeben soll am sozialen Minimum. Kann ich das jetzt wegmachen? Ja, kann ich. Okay, vielen Dank erstmal. Im Kapitel 4.2.3 des Gutachtens beschäftigen wir uns als Beirat mit der Frage nach gesundheitsfördernder Ernährung in Armut und kommen dort zu dem Schluss, dass es auch in Deutschland armutsbedingte Mangelernährung und teils auch Hunger sowie eingeschränkte soziokulturelle Teilhabe im Bedürfnisfeld Ernährung gibt. Wie viele Menschen in Deutschland von solchen Zugangsbeschränkungen zu einer bedarfsgerechten Ernährung betroffen sind, lässt sich aufgrund fehlender Daten nicht genau beziffern. Nach sehr groben Schätzungen der FAO handelt es sich um einen Bevölkerungsanteil von etwa 4,3%. Und wir kommen zu dem Schluss, dass unsere Analyse zeigt, dass die derzeitige Grundsicherung ohne weitere Unterstützungsressourcen nicht ausreicht, um eine gesundheitsfördernde Ernährung zu realisieren. Das sind sehr starke Aussagen. Und ich möchte im Folgenden zunächst diese Aussagen etwas detaillierter ausführen bzw. begründen, um dann auf unsere Empfehlung zu kommen. Wenn man fragt, wer als arm gilt, kann man einmal in den Armuts- und Reichtumsbericht schauen. Nach diesem Bericht gilt als arm, wer über weniger als 60% des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung in Privathaushalten verfügt. Das heißt, wer etwas als Einzelperson etwas mehr als 1.000 Euro im Monat verdient. Das ist also eine relative Armutsdefinition, weil sie sich auf das Durchschnittseinkommen bezieht. Gemäß dieser Definition waren im Jahr 2015 16% der Bevölkerung, das heißt ungefähr 13 Millionen Menschen, arm. In der öffentlichen Diskussion gilt im Allgemeinen als arm, wer berechtigt ist, staatliche Grundsicherungsleistung zu erhalten. Das waren zum Jahresende 2017 9,7% der Bevölkerung, das heißt knapp 8 Millionen Menschen. Mit wie viel Geld müssen diese Menschen auskommen? Was Sie hier sehen, ist der Regelsatz zur Grundsicherung, und zwar in der Höhe, in der 2021 ausgezahlt wird. Die Sätze haben sich zum 1. Januar 2021 geändert. Die Grundsicherung soll für Nahrung, Kleidung, Hausrat, Körperpflege und Strom dienen. Ganz in der ersten Spalte sehen Sie den Regelbedarf insgesamt. In der zweiten Spalte den Anteil an Nahrung und alkoholfreie Getränke im Monat. Der liegt für alleinlebende Erwachsene bei 150 Euro. Bei Jugendlichen 14 bis 17 Jahren etwas darüber und bei Kindern dann wieder drunter. Für volljährige Partner in Bedarfsgemeinschaften und Volljährige bis 25 ohne eigenen Haushalt gibt es dazu, also werden keine eigenen Zahlen angegeben. Wenn man das runterrechnet auf den Tag,
dann sind das für einen alleinlebenden Erwachsenen 5 Euro am Tag. Das ist durchaus das, was Sie angegeben haben, oder was viele von Ihnen angegeben haben, was Sie denken, was man mindestens braucht. Es ist aber weniger, als die meisten von Ihnen angegeben haben, dass Sie selber ausgeben. Und ich gebe zu bedenken, dass ich, wie gesagt, annehme, dass ein Großteil von Ihnen Studenten ist und daher eher weniger Geld zur Verfügung hat. Sprich, es ist ganz schön knapp. Kann man sich mit derart begrenzten Einkommensressourcen gesund ernähren? Die Frage wird sehr polarisiert diskutiert. Es gibt immer wieder theoretische Rechnungen, die aufzeigen, dass eine gesundheitsfördernde Ernährung mit diesem Budget theoretisch umsetzbar ist. Auf der anderen Seite weisen Wohlfahrtsverbände, Armutsforscherinnen und Ernährungswissenschaftlerinnen auf Basis der Aussagen von Armutbetroffenen darauf hin, dass diese Rechnungen praxisfern sind. Das kann man sich einmal ganz plakativ verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie sind alleinerziehend, arbeiten voll, stocken aber mit Hartz IV auf und haben kein Auto und überlegen Sie sich dann, wie hoch Sie glauben, dass Ihre Chancen sind, morgens vor der Arbeit herauszufinden, in welchen Einkaufsstätten es gerade billig ernährungsphysiologisch hochwertige Lebensmittel gibt, nach der Arbeit verschiedene Einkaufsstätten anzusteuern, um dort möglichst günstig diese hochwertigen Lebensmittel einzukaufen, um dann zu Hause eine frische Mahlzeit zubereiten und die in einer anregenden Atmosphäre zusammen mit ihren Kindern zu sich zu nehmen. Etwas weniger plakativ ist erstens belegt, dass energiedichte, nährstoffarme Lebensmittel relativ günstiger sind als ernährungsphysiologisch günstige Lebensmittel. Platt gesagt machen Nudeln und Haferflocken einfach schneller satt als Obst und Gemüse und sind pro Kilokalorien billiger. Das heißt, sich gesundheitsfördernd zu ernähren, kostet mehr, als sich weniger gesundheitsfördernd zu ernähren. Zweitens spielen die sogenannten Bewältigungsressourcen eine sehr große Rolle dafür, was eine Person aus einer bestimmten Menge Geld tatsächlich sozusagen machen kann. Auf das Beispiel der eben genannten Alleinerziehenden bezogen, wie viel Geld sie benötigen, um etwa Obst und Gemüse kaufen zu können, hängt auch davon ab, wie viel Zeit sie haben, nach Sonderangeboten zu schauen, wie mobil sie sind, ob sie also beispielsweise verschiedene Läden ansteuern können, aber auch wie viel Zeit, Energie und Fertigkeiten sie in die Zubereitung von Mahlzeiten investieren können. Und drittens wirkt sich Armut selbst negativ auf die eben genannten Bewältigungsressourcen aus. Viele Studien zeigen, dass Armut nicht nur materielle Einschränkungen umfasst, sondern wer wenig Geld ausgeben kann, der kann an in der Gesellschaft verbreiteten Alltagsroutinen nicht in dem Maße oder überhaupt nicht teilnehmen. Also zum Beispiel Ausflüge machen, ins Kino gehen, jemanden auf einen Kaffee einladen, auch jemanden zu sich zu Hause zum Essen einladen. Armut führt damit auch zu sozialer Isolation und schließlich dazu, dass Menschen krank werden. Und mal ganz abgesehen davon, dass soziale Isolation und Krankheiten in sich selbst natürlich Probleme sind, die man ändern sollte, wirken sie sich auch negativ auf die eben genannten Bewältigungsressourcen aus. Um bei dem Beispiel der Alleinerziehenden zu bleiben, wenn sie sozial isoliert sind, dann gibt es eben niemanden mehr, der ihnen Geld leiht, wenn es bei ihnen mal knapp ist oder der ihnen vielleicht auch tatsächlich was zusteckt, wenn es gar nicht mehr reicht. Es gibt auch niemanden, der dann auf ihre Kinder aufpasst, damit sie verschiedene Einkaufsstätten vielleicht mit dem Rad ansteuern können, um da billig einzukaufen. Genau. So viel zu der Frage, kann man sich mit derart begrenzten Einkommensressourcen praktisch gesund ernähren? Damit komme ich zu der Frage, ob es in Deutschland Ernährungsarmut gibt. Die Definition für Ernährungsarmut, die in Deutschland verwendet wird, ist durch Fechtinger geprägt. Der unterscheidet materielle Ernährungsarmut und soziale Ernährungsarmut. Materielle Ernährungsarmut ist ein Mangel an in der Gesellschaft akzeptierter Nahrung oder ein Mangel an Mitteln zum Erwerb von Nahrung. Und soziale Ernährungsarmut besteht eben in eingeschränkten Teilhabechancen hinsichtlich gemeinschaftlicher Aspekte von Ernährung. Einkommensbedingte materielle Ernährungsarmut bedingt zumeist eben auch soziale Ernährungsarmut. Grundsätzlich gibt es in Deutschland wenig Daten über ernährungsbezogene Lebens- und Deprivationslagen in Armutshaushalten. Deswegen lautet eine unserer Empfehlungen, auch das Monitoring von Ernährungsarmut zu verbessern. Was man aufgrund der Studien, die wir haben, die teilweise älter sind und teilweise lediglich qualitativ arbeiten, aber was man aufgrund dieser Studien sagen kann, ist, dass Armutshaushalte berichten,
dass sie weniger vielfältige Lebensmittel konsumieren, dass sie günstige, aber sattmachende Lebensmittel gegenüber relativ teurerem Obst und Gemüse bevorzugen und dass sie teilweise tatsächlich auch von Hunger berichten, also etwa davon, im zurückliegenden Jahr an mindestens einem Tag, einen ganzen Tag lang aufgrund von fehlendem Einkommen oder von fehlendem Geld ohne Nahrungsmittel gewesen zu sein. Damit komme ich zu unseren Empfehlungen. Die erste hatte ich gerade schon genannt. Wir empfehlen, das Monitoring von Ernährungsarmut zu verbessern. Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass die großen Bevölkerungsstudien in Bezug auf Ernährungsarmut meist nicht rein nach Einkommen auswerten, sondern gemischte Schichtindizes verwenden, in denen Einkommen mit Bildung und Beruf verschränkt wird, sodass Rückschlüsse auf Armutslagen und deren Folgen hinsichtlich Ernährung nicht oder nur bedingt möglich sind. Ein weiterer Punkt, den wir empfehlen, ist die Kosten einer gesundheitsfördernden Ernährung in der Berechnung staatlicher Grundsicherungsleistungen adäquat zu berücksichtigen. Wie eben erläutert, reichen die Regelbedarfe in der Grundsicherung ohne das Vorhandensein weiterer Unterstützungsressourcen nicht aus, um eine gesundheitsfördernde Ernährung zu ermöglichen. Und das sollte dringend geändert werden. Gesundheitsfördernde Ernährung stellt ein Grundbedürfnis dar und staatliche Grundsicherung muss daher ausreichen, um gesundheitsfördernde Ernährung auch tatsächlich gewährleisten zu können. Weiterhin empfehlen wir die Einführung einer qualitativ hochwertigen, beitragsfreien Kita- und Schulverpflegung. Hier sehen Sie, dass unsere verschiedenen Empfehlungen miteinander verschränkt sind, denn zu der beitragsfreien Kita- und Schulverpflegung haben Sie ja gerade schon eine ganze Menge gehört. Neben den positiven Beiträgen zur Befriedigung des Grundbedürfnisses nach gesundheitsfördernder Ernährung ist es zweitens wichtig zu gewährleisten, dass Politik, die dazu beitragen möchte, Ziele im Bereich Soziales, Umwelt und Tierwohl zu realisieren, keine negativen Effekte auf einkommensschwache Bevölkerungsschichten hat. Das hatte Harald Grete gerade eben auch schon erwähnt. Und in dieser Hinsicht empfehlen wir einerseits den ernährungspolitischen Instrumentenmix grundsätzlich hinsichtlich seiner Auswirkungen auf einkommensschwache Haushalte zu überprüfen. Letztlich geht es hier darum, im Blick zu behalten, dass die fairen Ernährungsumgebungen, auf die ich in der Einleitung zur Vorlesung heute zu sprechen gekommen bin, dass man die nicht aus dem Blick verliert und dabei immer auch mitdenkt, was denn faire Ernährungsumgebungen für Menschen sein könnten, die von Armut und Ernährungsarmut betroffen sind. Und insbesondere, auch das hatte Harald Grete gerade schon gesagt, empfehlen wir, Lenkungssteuern sozial abzufedern. Eine Möglichkeit der sozialen Abfederung läge in der Rückerstattung durch einen jährlichen Bonus, ähnlich wie dies zurzeit im Rahmen des Klimaschutzes diskutiert wird. Und die Überlegung da ist, dass man sagt, Kaufentscheidungen werden an der Ladentheke getroffen, und zwar anhand von Preisen. Wenn also bestimmte Produkte wie etwa tierische Produkte oder Softdrinks teurer werden, dann geht man davon aus, dass sie weniger gekauft werden. Und gleichzeitig könnte man aber über die Auszahlung eines jährlichen Bonuses für einkommensschwache Haushalte dafür sorgen, dass diese Haushalte trotz der höheren Preise übers Jahr nicht weniger Geld zur Verfügung haben. Eine andere Möglichkeit der sozialen Abfederung besteht, auch das haben Sie gerade schon gehört, in der Reduktion der Einkommenssteuersätze für untere Einkommensgruppen, verbunden mit einer Erhöhung der Sozialleistungen, um auch die Gruppen zu erreichen, die keine Einkommensteuer bezahlen. Und hinsichtlich der Berechnung der Kosten der Realisierung der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen gehen wir von der ersten Variante aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man die verschiedenen Lenkungssteuern durch eine jährliche Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 50 Euro pro Person und Jahr kompensieren könnte, die den einkommensschwächsten 40% der Bevölkerung ausbezahlt werden sollen. Soweit. Vielen Dank, Lieske Vogelt-Kleschin. Es gibt eine Frage, die im Chat, ich würde die auch aufrufen und ich nehme sie jetzt etwas auf die Schippe. Das darf ich tun, weil sie auch anonym gestellt ist und insofern nehme ich keine Person sichtbar auf die Schippe. Die Frage lautet, gibt es ein Recht, Dinge zu haben? Diejenigen, die faul sind, isolieren sich und haben es schwer. Da stecken ja jetzt sozusagen zwei Annahmen drin, nämlich dass Armut mit Faulheit irgendwie sehr eng verknüpft ist
Und zum Zweiten wird die Frage gestellt, ob auch faule Menschen Rechte haben. Ich glaube, das ist durch das Konzept der Menschenrechte eigentlich schon beantwortet. Oder, Lieske Vogel-Tischin, vielleicht eine kurze, knackige Antwort und dann machen wir weiter, weil wir schon etwas knapp in der Zeit sind. Naja, kurz und knapp würde ich sagen, man ist nicht arm, weil man faul ist. Es gibt sicher auch faule Arme, aber es gibt auch eine Menge Menschen, die arm sind, ohne dass sie faul sind. Dann geht es nicht um das Recht, Dinge zu haben, sondern um das Recht, ausreichend ernährt zu sein. Und ich hatte auch gerade dargestellt, dass es nicht die armen Menschen sind, die sich isolieren, sondern dass Armut zu sozialer Isolation führt, was es für die einzelnen Menschen sehr schwer macht, da wieder rauszukommen. Ja, wunderbare Antwort. Insofern der logische Schluss ist, es gibt auch reiche, faule Menschen. Vielen Dank und wir machen jetzt weiter mit Achim Spiller und Britta Renner zu dem letzten Punkt, den wir heute behandeln, verlässliche Informationen bereitstellen. Ja, also auch nochmal schönen guten Abend von meiner Seite und Achim Spiller, wir müssten uns jetzt quasi so Folienspeeding machen in der Form. Wir bemühen uns. Von daher freuen wir uns einfach mal ganz kurz die fünfte Empfehlung, verlässliche Informationen bereitstellen, Wahlmöglichkeiten schaffen und Ihnen hier sozusagen im Schnelldurchlauf mal kurz vorzustellen. Wir haben auch eine kurze Frage für Sie vorbereitet. Wir haben jetzt mal ein bisschen anderes System genutzt. Sie können es sehen, wir versuchen das Ihnen auch im Chat zuzukommen, den Link. Oder Sie zücken Ihr Smartphone und nehmen einfach den QR-Code und schalten sich um zu der Umfrage. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier umschalten kann. Und dann schauen wir mal gleich, ob das in der Form funktioniert. Und zwar bei Informationen, das klingt ja immer eigentlich sehr gut, aber da könnte man ja eigentlich sagen, naja, eigentlich ist doch eigentlich alles bekannt, wenn man sich dann wirklich klimafreundlicher und nachhaltiger ernähren möchte. Da interessiert uns Ihre Meinung. So, da kommen jetzt schon die Punkte. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meinen Bildschirm tatsächlich hier freigeben kann. Ich ziehe das mal rüber. Sie sehen, wir nehmen ein anderes System. Mein Rechner, das ist auch nicht mehr ganz der neueste, schafft es. Sie sehen es. Du. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen die Hintergrundmusik dazu. Da traut sich noch niemand zu sagen, ja, stimmt genau. Weil so unterschwellig klingt das manchmal doch eigentlich schon mit. Wir haben doch eigentlich alles gesagt zu diesem Thema. Ich bin überrascht, da könnte ich jetzt als Psychologin sagen, vielleicht haben wir hier ein bisschen selektive Stichprobe tatsächlich. Es kommen noch welche dazu. Aber ich glaube, hier ist eigentlich das Bild und das ist ja eigentlich auch die Argumentation tatsächlich von unserem Gutachten. Da ist noch längst nicht alles gesagt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, damit ich hier das wegstellen kann. Vielen Dank. Ich nehme das jetzt mal wieder zurück. Jetzt sehen Sie hier wieder die richtigen Folien. Das ist eigentlich unser Punkt, auch das haben wir auch im Gutachten versucht aufzufächern, tatsächlich, dass man nicht sagen kann, es gibt eigentlich die Information, das ist alles schon bekannt, sondern wenn man da reinschaut, es gibt einfach ganz unterschiedliche Betrachtungs- und auch Entscheidungsebenen. Und häufig werden eben Informationen in Form von allgemeinen Verhaltensregeln zusammengefasst, zum Beispiel, dass wir mehr Obst und Gemüse essen sollen oder weniger tierische Produkte. Das machen zum Beispiel solche Ernährungsempfehlungen, wie wir sie auch von der DGE kennen, die das dann zusammenfassen, hochaggregiert zum Beispiel hier beispielhaft zu 7 Lebensmittelgruppen. Wenn Sie aber dann reingehen in den Supermarkt, dann haben Sie bis zu 50.000 Produkte. Lebensmittel gibt es noch viel mehr. Das ist also viel, viel komplexer. Und gerade wenn ich eben Entscheidungen treffe, zum Beispiel beim Einkauf, das Produkt A oder B zu kaufen und dann gleichzeitig vielleicht die 4 Ziele einer nachhaltigen Ernährung, Gesundheit, Soziales, Tierwohl und Klima- und Umweltschutz realisieren will, dann steht dieser hohen Komplexität oft eben eigentlich nicht die passende Information gegenüber. Und das ist unser Hauptargument, was wir machen wollen. Das schränkt natürlich unsere Wahlmöglichkeiten ein. Was auch dazu spricht, dass das mit der Information nicht so einfach ist und wir eigentlich schon informationsgesättigt ist, wenn Sie
das Ernährungsverhalten anschauen, das tatsächliche Leben, eine enorme Vielfalt, und das zeigt einfach auch eine enorme Komplexität, die in diesen hochaggregierten Informationsappellen eigentlich nicht hinreichend adressiert ist. Weiteres Argument, was wir auch aufblättern im Gutachten, ist, dass eigentlich da auch hinzukommt, dass wir ja ganz unterschiedliche Informationen in den verschiedenen Phasen des Verhaltensprozesses benötigen. Also da sind ganz unterschiedliche Informationen relevant. Hier sozusagen einmal im Speed-Durchlauf. Denken Sie an die Präferenzbildung, was wir eigentlich wirklich mögen. Dafür sind zum Beispiel die zahlreichen Expositionen, wie wir sie durch Werbung erfahren, ganz relevant, also ein bestimmtes Informationsformat. Für den Zugang muss ich zum Beispiel wissen, Lieske Vogt-Klischin hat das gerade auch gesagt, da muss ich überhaupt wissen, wo es was gibt. Und hier spielen zum Beispiel digitale Angebote zunehmend eine Rolle. Für die Auswahl ist dann die eigentliche Produktinformation, das Label zentral. Und wenn ich dann konsumiere, ganz klar, es ist die Lebensmittelqualität und die Menge. Normalerweise nehmen wir hier noch unsere eigenen biologischen Sensoren, aber eben zunehmend ist das eben auch digital. Und solche allgemeinen Informationen oder Ernährungsempfehlungen in diesem Zusammenhang sind zwar ein grober Kompass, aber die adressieren nur Teile tatsächlich von diesem Verhaltensprozess. Und das sozusagen in Kurzform hat uns zu der Aussage gebracht, wenn man das unsere Ernährungsumgebung anschaut, dass die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit, also die Validität von Informationen bezüglich wesentlicher Nachhaltigkeitseigenschaften, das ist einfach ganz zentral, damit ich wählen kann, dass ich mich nachhaltig ernähren kann oder nachhaltiger. Aber aktuell fehlen eben solche verlässlichen Informationen an und auch über das Produkt und auch die Lebensmittel. Und Werbung, moderne Informationsmedien, digitale Anwendung, das ist auch das Problem. Man kann schon irgendwie alles finden, es ist aber eben fragmentiert, dadurch eben auch häufig sehr begrenzt nutzerfreundlich. Und das ist eben auch das Problem, wenig auf nachhaltige Wahlmöglichkeiten ausgerichtet. Und jetzt kommen wir zu den Empfehlungen. Lieber Achim. Ja, dann übernehme ich mal. Britta, wenn wir vor diesem Hintergrund, den Frau Renner gerade aufgezeigt hat, uns verschiedene Instrumentenkategorien anschauen, dann ist das Label sicherlich das, was am meisten so auch gesellschaftlich diskutiert wird. Und der WBAE kommt schon zu der Auffassung, das ist ein wesentlicher Bestandteil, aber eben bei Weitem, wie wir ja diskutiert haben, nicht der einzige. Und wenn wir Labeling vernünftig machen wollen und in dem Sinne ambitionierter nutzen, dann brauchen wir bessere Daten dahinter, auch für die Unternehmen, die damit arbeiten wollen, für komplexere Nachhaltigkeitsthemen. Da müssen wir den Verbindlichkeitsgrad für solche Kernlabel im Bereich Gesundheit, Umwelt, Tierschutz erhöhen, weil, das wissen wir aus vielen Studien, aus Ländern, wo es zum Beispiel solche mehrstufigen farblichen Labels schon gibt, naja, wenn es freiwillig bleibt, dann wird alles am Schluss, was gekennzeichnet, gelabelt ist, grün sein. Und dann ist ganz wichtig, auch wie diese Label gestaltet sind, grafisch designt sind. Gerade die EU ist ein Beispiel dafür, wie manche EU-Label so zum Verwechseln ähnlich gestaltet sind, dass die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher sie gar nicht auseinanderhalten können. Und wir brauchen deshalb so einen Dachlabel-Charakter, dass man auf den ersten Blick erkennt, was sind denn die zentralen staatlichen Label, da komme ich gleich nochmal drauf. Und wir müssen sie dann entsprechend bekannt machen, brauche dafür Budgets, um diese vier großen Label-Kategorien, über die wir im Gutachten sprechen, dann eben entsprechend auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher transparent zu machen. Die müssen valide sein, müssen am Markt, so wie eine Marke, die auch, für die auch mit zweistelligen Millionenbeträgen pro Jahr geworben wird, bekannt gemacht, verständlich. Und erst dann können sie Wirkung entfalten. Vor diesem Hintergrund haben wir dann für die verschiedenen Label einzelne Empfehlungen gegeben. Nur mal ganz kurz für das Beispiel Gesundheitslabel oder Nährwertkennzeichnung. Der Beirat plädiert eben für den Nutri-Score, auch für eine verbindliche EU-weite Einführung des Nutri-Scores. Da kann man sicherlich noch ein bisschen dran feilen. Es gibt ein paar Diskussionspunkte, aber im Großen und Ganzen ist der sinnvoll. Wir plädieren für so einen Dachlabel-Charakter, dass wir also die verschiedenen Label alle so eine Grün-Rot-Kennzeichnung haben. Wir sind ja durchaus ein bisschen auf dem Weg.
in diese Richtung staatlicherseits. Und das könnte man grafisch noch besser vereinheitlichen. Und dann würde jede Verbraucherin am ersten Blick erkennen, das hier ist das zentrale staatliche Label, was mir vielleicht valide Anhaltspunkte bietet. Wir gucken aber nicht nur auf Label, sondern wir gucken auch zum Beispiel auf Werbung, machen auch dafür Vorschläge, weil wir eben heute im Markt wesentlich mehr Werbung für ungesunde Produkte haben als für die gesundheitsförderlichen. Und gerade bei Kindern und auch das im Bereich Social Media Kommunikation ganz ausgeprägt ist. Und deshalb zum Beispiel Vorschläge, dass wir uns nicht nur auf freiwillige Selbstbeschränkungsabkommen der Wirtschaft hier verlassen, sondern auch diesen Bereich stärker regulieren, zum Beispiel in kindergerichtete Werbung, auch Social-Media-Werbung, auch diejenigen Produkte, die beim Nutri-Score mit A oder B abschneiden, begrenzen, um nicht quasi unsere Kinder eben jeden Tag mit so viel Werbung für wenig gesundheitsförderliche Produkte zu konfrontieren. Auch Social-Media-Werbung stärker bekannt zu machen. Bitte? Du bist stumm? Ja, wunderbar, danke viel. Dann würden wir ganz gerne zum Schluss noch die Digitalisierung ansprechen. Ich hoffe, Sie halten mit uns noch ein bisschen durch. Wir haben ein bisschen verspäteten Landeanflug. Wir werden wahrscheinlich 3-4 Minuten überziehen. Aber Digitalisierung, wichtiges Thema, deshalb interessiert uns nochmal, wenn Sie an Ernährung und Digitalisierung denken. Was fällt Ihnen da als erstes ein? Sie kennen das schon vom QR-Code. Sie bekommen es auch im Chat. Sie können die Webseite aufrufen. Und dann würde ich wieder versuchen, die Webseite heraus. Man sieht es hier schon. Ich mache jetzt mal auf 4%. Jetzt können Sie sozusagen das tatsächlich sehen. Wir haben das in Form von einer Word Cloud, die sich entwickelt. Werbung, Apps sehe ich. Teuer. Amazon Fresh. Kalorien zählen. Hier kommen nochmal Apps mit Nährwerttabellen. Influencer, was Achim Spiller auch gerade angesprochen hat. In der Form sicherlich nur mit Digitalisierung auch so denkbar. Aber man sieht schon auch ein bisschen Influencer, Werbung, Social Media, absolut krass, ganz, ganz großer Bereich. Instagram, HelloFresh sehe ich, EMA, unsozial. Also ganz verschiedene Assoziationen, aber Sie sehen schon, man kann tatsächlich solche Kernpunkte sehen, dass eben Werbung und vor allen Dingen eben Apps tatsächlich im Vordergrund hier in der Form stehen. Jetzt muss ich mal kurz meinen Bildschirm wieder umstellen. Da müssen Sie ganz kurz mit mir Geduld haben. Da werden wir gleich nochmal zurückkommen. Kann man sehen jetzt, ne? Ja. Okay. Ja, Digitalisierung, könnten wir eigentlich stundenlang drüber sprechen, ist ein unheimlich spannendes Thema. Wenn man das einschaut, wir haben das auch im Gutachten gezeigt, ist, dass ja Verfügbarkeit von verlässlichen Informationen zentral für eine faire Ernährungsumgebung ist. Und da ist die Digitalisierung natürlich etwas, was enorme Möglichkeiten und Chancen bietet. Nur um das ganz kurz einfach vor Augen zu führen. 80% und wahrscheinlich inzwischen mehr der Erwachsenen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Das ist praktisch unsere Tür zur digitalen Welt. Und das große Potenzial kommt einfach daher, dass Informationen bereitgestellt werden, sozusagen, wenn wir sie benötigen, beispielsweise vor dem Regal im Laden, wenn wir eine Entscheidung treffen. Also dieses Just-in-Time, das ist ein Faktor. Was es auch noch ermöglicht, ist die Personalisierung, das Zuschneiden von Angeboten und Informationen. Auch großartig eigentlich ist, dass man eine kontinuierliche Aktualisierung der Informationen vornehmen kann, das im Gegensatz zu den statischen Label-Formaten. Theoretisch können wir unendlich Informationen darbieten und vor allen Dingen, was es auch bietet, ist eine Vernetzung zwischen den Lebensbereichen. Das möchte ich Ihnen nur ganz kurz zum Bild auf Ihre Retina jetzt noch bannen. Da könnten wir uns auch wirklich stundenlang drüber unterhalten. Diese Vernetzung zeigt sich nämlich daran, dass solche sogenannten digitalen Ecosystems oder Ökosysteme entstehen, dass also so ganz verschiedene Angebote, Anwendungen, verschiedene Lebensbereiche digital
integriert werden, die eigentlich davor separiert waren. Ich möchte nur ein kurzes Beispiel hier machen. Was Sie hier sehen, sind praktisch so Bereiche im innerhäuslichen Bereich, im äußerhäuslichen Bereich, die verknüpft werden. Beispielsweise gibt es smarte Kühlschränke, die scannen, welche Lebensmittel Sie noch vorrätig haben. Empfiehlt Ihnen dann auf der Grundlage Rezepte. Sie können das verbinden mit Außerhaus-Lieferdiensten und sich das mehr oder weniger auch mehr oder weniger automatisiert inzwischen liefern lassen. Also das sind riesen digitale Plattformen mit leistungsfähigen Dateninfrastrukturen. Inzwischen können Sie das auch alles sprachbedienen. Tatsächlich bestellen. So, aus der Kürze der Zeit würde ich zu dieser zweiten Darstellung, da geht es einfach nur um diese Idee zu bekommen von diesem digitalen Ökosystem, was da eigentlich alles möglich ist, die einfach eine enorme Verknüpfung von verschiedenen Bereichen, die uns betreffen in der Ernährungsumgebung, verknüpfen und uns eigentlich auch eine aktive Gestaltung von unserer Ernährungsumgebung ermöglichen. Und die Entwicklung ist eben ganz rasant, einerseits faszinierend. Ich will es hier nur mal kurz andeuten. Sie können im Grunde genommen automatisch Rezepte erstellen, mit Ihrem Smart Home Devices verbinden. Das wird Ihnen automatisch geliefert. Es wird Ihnen geholfen, wie Sie das kochen müssen. Und selbst Ihre Bioparameter können Sie später dann messen lassen. Und das kann sich dann wieder sozusagen einspeisen nach vorne, was Ihnen empfohlen wird. Also ganz faszinierend. Allerdings, und das haben wir im Gutachten auch herausgearbeitet, große Herausforderungen sind eben damit auch verbunden oder eben auch Problembereiche. Wir haben einen zunehmenden Expositions- und Convenience-Druck. Also es gibt Angebote, wo es davor gar keine gab. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf Stockwell hier hinweisen. Teilweise ist es sehr fragmentiert. Wir haben so einen App-Dschungel und ein anderes Problem ist, dass die Datenqualität, auf denen zum Beispiel Empfehlungen auch basieren, nicht geklärt sind, für Verbraucherinnen und Verbraucher schwer durchschaubar ist und auch die Datenverfügbarkeit eben teilweise massiv eingeschränkt sind. Da gibt es viele andere Kommissionen, die sich damit beschäftigen. Ganz interessant, nur kurze Empfehlung ist eben, der US-Senat hat sich hier damit beschäftigt oder auch Agartech hat eben sich mit dieser Herausforderung von dem digitalen Ökosystem angenommen. Was empfehlen wir? Diese Chance tatsächlich zu nutzen, die die Digitalisierung bietet, ein digitales Ökosystem zu entwickeln, das aber auf eine nachhaltige Ernährung tatsächlich ausgerichtet ist, beispielsweise verschiedene Angebote von den verschiedenen Institutionen, auch öffentlichen Trägern, die könnte man viel mehr vernetzen. Erster Schritt dahin wäre, dass wir mehr valide Daten tatsächlich offen, zugänglich tatsächlich bereitstellen. Und da wäre unsere Empfehlung als erster Schritt, den Bundeslebensmittelschlüssel vom MRI eben auszubauen zu einem Bundesnachhaltigkeitsschlüssel. Das heißt, hier zusätzliche Daten zur Klimabelastung, Nachhaltigkeit, Daten aufzunehmen und eben die Verfügbarkeit von Daten zu sichern, zum Beispiel auch freiwillige Datenspenden anzuregen. Und wir brauchen auch eine Qualitätskontrolle tatsächlich für diese Entwicklung von diesem digitalen Ökosystem. So, und dieses Fazit würde ich Ihnen jetzt nur ganz kurz noch so auf die Netzhaut sozusagen beamen, virtuell, und würde dann hier einfach zum Punkt kommen. Vielen Dank, Achim Spiller und Britta Renner. Ich habe auch schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil mir sozusagen die Zeit entglitten ist in der Moderation. Insofern probiere ich jetzt dieses schlechte Gewissen dadurch zu kompensieren, dass ich vorschlage, wir hängen noch mal 3 Minuten dran und gucken mal, was jetzt noch kommt an Fragen im Chat. Machen Sie sich klar, dass die Tagesschau noch nicht anfängt, dass das Bier, was Sie schon im Kühlschrank haben, zwar kalt ist, aber auch in 5 Minuten noch kalt ist. Und dass Sie ja außerdem auf Ihrem Smartphone gleich digital auch etwas bestellen können, statt zu kochen. Insofern, gibt es noch Fragen, dann können Sie die jetzt stellen. Ich habe ja auch gesehen, ihr habt im Chat tatsächlich schon noch viele beantwortet. Es gibt noch eine, die richtet sich nochmal an Ulrike Ahrens-Azevedo. Sollen denn die Lehrerinnen und Lehrer auch kostenlos mitessen bei den kleinen Kindern?
Ja, bei den kleineren Kindern, also in den Kitas, sind es ja sicherlich Erzieherinnen und Erzieher. Und da ist, ich sag mal, die Vergütung in der Tat ein Problem. Also was wichtig ist, ja, das ist auch in der Frage ja gekommen, Vorbildfunktion wäre sinnvoll. Sie sollten mitessen. Und bei den Erzieherinnen sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders als bei Lehrkräften. Also in der Schule denke ich, dass die sehr wohl einen Beitrag leisten könnten. Aber selbstverständlich auch aus eigener Verpflichtung, als eigene Verantwortung Vorbild sein sollten. Danke. Thomas Beil fragt, ein Label macht kenntlich, ob ein Produkt gesund oder fair ist. Wirksam wird es erst, wenn es eine Grundhaltung der Konsumenten gibt, dass man sich gesund oder fair ernähren wollte. Wie erreicht man das Letzteres? Wie verändert man denn Grundhaltung? Naja. Also da gibt es so einen Knopf, wo man drauf drückt. Nein. Nein, aber das ist, finde ich, eine interessante Diskussion. Da haben wir ja auch sehr gerungen im Beirat. Aber Achim, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Nur ich würde das ein bisschen in Zweifel ziehen, dass die Grundhaltung, also die Motivation tatsächlich das Problem ist. Also wenn wir in die Daten reinschauen, ist die Motivation an sich bei vielen relativ hoch, sich gesünder zu ernähren, sich nachhaltiger zu ernähren. Aber das Umsetzen tatsächlich im Alltag und tatsächlich vor dem Verkaufsregal dann zu wissen, nehme ich jetzt Produkt A oder nehme ich Produkt B? Was wird mir angeboten? Wie schnell komme ich tatsächlich ran? Die Convenience, das ist eigentlich das wirklich Entscheidende. Und da glaube ich, da müssen wir tatsächlich an die Ernährungsumgebung heran. Danke. So, jetzt waren Sie alle geduldig mit uns. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen reinkommen. Insofern würde ich sagen, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit Ihnen, dem finalen Showdown sozusagen, der letzten Empfehlung. Und dann werden wir auch etwas tougher durchmoderieren, sodass am Ende noch eine Abschlussdiskussion zum Gutachten zustande kommt. Ihnen einen schönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend. Tschüss.